Jo, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forts. Wir sind tatsächlich nochmal auf derselben Map. Ist ja ein Skandal. Nee, Windrad, Mine, Windrad. Gehen wir mal. Wir sind nämlich Architekt, nachdem das letzte Mal so gut lief. Probieren wir das einfach direkt nochmal aus. Vielleicht sehen wir da was Großem auf der Spur, ich weiß es noch nicht. Maybe. So, das verbinden wir so. Machen das erstmal weg. Mine holen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich letztes Mal langsamer war. Aber vielleicht täusche ich mich. Wir sind einfach mal direkt auf 5 Minen hochgegangen. Nein, die ist zu weit. Die ist zu weit links platziert. Schade. Machst du nix. Ah, jetzt fehlen mir ein bisschen die Ressourcen, aber das ist kein Problem, die holen wir uns. Den Druck, den kriegen wir schon gleich darüber mit der EMP, falls sie nicht abgefangen wird. Das weiß man natürlich nie. Das verkaufen wir. Und dann kommt hier endlich die Laserfabrik. 110, eben umgewandelt. Okay, er will uns auf den Nerv gehen. Dann kriegt er Sandsäcke. Das war übel. Das war ein solider Hit. Oh, da ist sogar der Sniper rausgegangen oder so. Au, Laser Tag. Wir brauchen natürlich noch Storages. Nicht, dass wir das vergessen. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist wichtig. Schön dick Druck machen mit einer EMP. Wenn der Gegner nicht atmen kann, dann kann er auch nicht gewinnen. Und ich kann versprechen, wenn man das die ganze Zeit macht, dann atmet der Gegner nicht. In der Zwischenzeit kommen wir mit unserem ersten Plasmalaser. Das ist relativ wichtig, dass wir den früh rauskriegen. Zweiten direkt hinterher. Also beziehungsweise einen ganz normalen EMP-Launch. Quatsch. Einen ganz normalen Feuerlaser. Wenn er keine Ressourcen hat, kann er auch nicht schießen. Kann er nichts bauen. Wir schauen mal ein Stück höher, ob er da schon was hat. Ich habe nicht drauf geachtet. Nein. Das war nicht so schlau. So, den haben wir rausgenommen. Den Gunner. So. Ja. Den schießen wir. Und jetzt gucken wir mal, ob er da schon was platziert hat. Ja. Okay. Dann heißt es jetzt Defense aufbauen. Das war falsch. Oh, das wird richtig teuer. 120 unnötigerweise extra ausgegeben. Bitter. Schön reinstunnen. Das schadet nicht.
Ich werde das so lange machen, ne? Das glauben sie ja gar nicht, wie lange ich das machen kann. Aber was? Es explodiert einfach direkt. Ich bin ein Noob. Hol mich heraus. Da ist ein Schild. Wer hätte es gedacht? Ich denke, wir haben das alle gedacht. Mal sehen, mit was er kommt. Hoffentlich ist es kein Hobitzer. Hobitzer wäre ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Ich treffe meine eigene EMP. Ah, schmerzhaft. Oh ja, da ist irgendwas Schönes kaputt gegangen. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Wind. Hier ein Schild. Und wir brauchen Stahl vom Kern. Das ist auch wichtig. Das war kacke. Das war richtig schlecht. Okay, die Kanone ist ready. Der ist auch schlecht, der Schuss. Okay. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Weil der Kollege jetzt eine Kanone ready hat und wir haben nur einen Feuerlaser. Aber mit einem Feuerlaser kann man eine Kanone ja theoretisch rausnehmen. Rein theoretisch. Ich setze mal Kopfhörer richtig auf. Vielleicht höre ich dann auch die Türen. Und wir haben die Türen gehört. Vielleicht hätte ich das mal früher machen sollen. So, Strom ist jetzt da. Schönes Ding. So, diesmal platzieren wir den da. Da ist er besser aufgehoben. Wir hören fürs Türchen. Wir müssen höher schießen, das ist uns zu gefährlich. Also, nicht bewusst, aber irgendwie halt schon. Ganz wichtig ist, dass wir hier die Minen upgraden. Wir brauchen die Ressourcen, weil da sind wir gerade wirklich im Nachteil. Ein Schild. Spannend. Da sitzt, die kann mittlerweile weg, da sitzt seine wichtigste Ressource, seine Kanone. Triple Fire sollte da ordentlich aufräumen. Jetzt hat er da einen Laser. Das ist spannend. Jetzt zünde ich mich selbst an. Der hat an beiden Orten Laser? Einen Spiegel, hier ein Schild.
Finde ich aber sehr interessant. Strom brauchen wir gleich auch, safe. Wir müssen wieder auf den Plasma übergehen. Den platzieren wir dann mal hier unten. So. Viele Schilde, mein Freund, viele Schilde. Einfach nicht zu glauben. Warum hat der so viele Schilde? Okay. Wir müssen einfach ein bisschen Stuff bauen. Vielleicht kommt er gleich wirklich mit dem Hohwitzer. Müssen wir vorsichtig sein. Ganz, ganz vorsichtig. So. Lass mal hier hin. Moment mal, da ist ja noch alles dicht. Ach du Schande. Ich treffe ja nix. Ich treffe ja absolut gar nix. So. Platzieren wir das mal dort. Hier noch ein Gunner. Die können wir auch mal mit Türen ausstatten. Ist vielleicht ein bisschen sicherer. So, der sollte bereit sein. Viele Schilde, viele Schilde und Windräder, die er hat. Was bauen wir? Noch ein bisschen mehr Türen. Ein bisschen mehr Schutz. Hier eventuell auch mal Stahl. Just in case. Da ist ein Schild ausgegangen. Also das hört ja selbst ein Blinder doch. Das ist jetzt ganz dumm. Haben wir aber noch hingekriegt. Gebe ich dem einfach Feuerschutz. Ist ja nicht zu glauben. Ach, Kacke. Ja. Da hat er seinen blöden Schild doch wieder. Knifflig. Knifflig, knifflig. Ey, ich schieß den ruhig nochmal, Digga. Ich hab kein Problem damit. Schieß den Hohwitzer. Ich hol den aus dem Himmel. Da gehen Sachen kaputt. Kurz warten. Der verraucht, ein bisschen zu hoch geschossen. Tatsächlich. Es waren wieder 5000 Energie, ey. Für was eigentlich? Für absolut gar nichts. Schießt, ihr Gunner. Es könnte sogar sein, dass das nicht reicht. Deswegen brauchen wir mehr Stahl. Und hier mehr Backweight.
So, Gunner. Gunner. Das war schlecht geaimt. Kurzschlussreaktion. Dummer Schuss. So, das muss geupgradet werden. Das wird so nix, mein Lieber. Aber ist ja auch nicht schlimm. Zu tief. So, wir schicken gleich eine Nuke rüber. Die wird da ordentlich mal für Stress sorgen. Bisschen mehr Strom schadet auch nicht. Ja, so nicht. Also das klappt nicht. Ich würde gerne das ein bisschen sicherer vor der Kanone haben. Tja. Schade. Müssen wir irgendwas schneller bauen? Ich glaube nicht. Gunner hat er auch nicht. Dann hauen wir da jetzt ein Loch rein. Und rein da. Let's go. Der Host hat das Spiel verlassen. Brussi. Naja, aber easy win. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.